Hallo. Willkommen zu einem neuen Vlog. Unsere Esszimmerspüle sind gerade angekommen und jetzt bauen wir die erstmal auf. Wir haben uns übrigens für diese hier entschieden. Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Aber ich lade jetzt gerade noch ein Video hoch, deshalb muss ich das erstmal kurz machen. Und dann muss ich die anderen beiden Stühle auch noch aufbauen, weil es sind vier. Und schwupps ist alles aufgebaut. Unser Esstisch ist irgendwie gerade komplett zugemüllt mit Sachen. Wir sind so richtig, oha, wir haben endlich Ablagefläche und stellen immer alles auf den Esstisch. Das hier sind jetzt die Stühle geworden letztendlich. Das ist ja genau der Stil, den ich wollte. Nur halt nicht mit diesem Samtstoff, aber das haben wir einfach nicht in einem akzeptablen Preisniveau gefunden. Aber die Stühle sind auf jeden Fall sehr bequem. Ich weiß, ihr habt gesagt, diese Holzbeine passen nicht zu dem Holz. Das stimmt zwar. Das Ding ist, wir wissen noch nicht genau, wie wir das vielleicht umfärben können. Also ich finde, in der Kamera sieht es jetzt schlimmer aus, als es ist. Im Grunde sind die Farben gar nicht so krass unterschiedlich. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin, weil die sind nur in Holzoptik. Das ist eigentlich ein Metallbein, deshalb müssen wir mal gucken, ob wir da eine Folie drüber kleben oder ob wir das irgendwie ansprühen können. Müssen wir uns mal irgendwie noch mit auseinandersetzen. Aber erstmal haben wir jetzt Stühle und das ist super. Der Couchtisch ist natürlich heute nicht gekommen, wie geplant. Ich hatte nämlich gerade nochmal geguckt. DHL kommt bei uns immer voll früh morgens und leider steht zwar immer noch voraussichtliche Lieferung heute quasi, aber es ist nicht gekommen. Deshalb wahrscheinlich wird es dann morgen kommen, denke ich mal. Morgen bin ich zwar nicht da, aber Nils kann es dann annehmen und wenn ich dann wiederkomme, steht wahrscheinlich schon unser Couchtisch. Da freue ich mich sehr drüber, weil den haben wir echt gebraucht. Immer diese Ablagefläche bei der Couch, wenn man hier halt so chillt und irgendwie was isst oder was trinkt und Fernseher guckt und man kann das Trinken oder so nicht einfach mal kurz abstellen, sondern muss das immer woanders hinbringen oder auf den Boden stellen und hoffen, dass es nicht umkippt und so weiter und so fort. Das ist irgendwie... Ja, und das ist irgendwie nervig, deshalb bin ich froh, weil das jetzt kommt. Und jetzt ist gerade in der Küche, ich bin gerade kurz hergekommen zu bloggen. Und dann werde ich gleich mal ein bisschen weiterpacken. Ich habe eben schon ein bisschen angefangen zu packen, weil ich ja heute Abend dann schon losfahre. Zwar erst spät, irgendwie, ich nehme den Zug erst um 20.30 Uhr oder so, jetzt ist es erst 14.30 Uhr. Aber ich will ja gepackt haben. Ich komme zwar schon Sonntag wieder, aber... Ich muss natürlich ein paar Outfits einpacken, weil ich noch nicht weiß, was ich anziehen soll. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie diese Party wird, weil es wird eine Halloween-Party. Und worauf ich mich eigentlich am meisten freue, ist, dass zu der Veranstaltung dazugehört, dass wir morgen Mittag zu so einer Escape-Room-Sache gehen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber ich finde immer, das hört sich so cool an, dass man in so einem Raum quasi wie gefangen und man muss dann so Rätsel lösen, um den Weg rauszufinden. Und danach werden wir sogar auch geschminkt für die Halloween-Party. Darüber freue ich mich sehr, denn selbst hätte ich das nicht hinbekommen. Ich sehe heute einfach den ganzen Tag schon aus, als wäre ich gerade erst auf dem Bett gekommen. Ich mache gerade zum ersten Mal meine Haare aus meinem Dutt. Oh mein Gott. Ich habe mir auf jeden Fall gerade erstmal einen Kaffee gemacht, weil ich irgendwie gerade richtig den Durchhänger habe. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin heute auch ein bisschen früh aufgewacht in dem Sinne, weil Nils heute Morgen zur Uni gegangen ist, relativ früh. Dann aber direkt wieder kam nach irgendwie einer halben Stunde oder so. Und ich erst dachte so, bin so aufgewacht von den Geräuschen und dachte so, warte mal, ist er in der Wohnung? Weil ich gucke so auf die Uhr und sehe so, okay, nee, jetzt muss er auch in der Uni sein. Ich denke so, ja, hä? Kommt das Geräusch von der Wohnung nebenan? Oder was ist hier los? Ist hier wer drin? Spring so hoch, guck so raus aus dem Schlafzimmer, ruf so, Schatz? Und er so, ja. Ich so, warum bist du hier? Er so, ja, meine Vorlesung ist ausgefallen. Und ich dann natürlich, in dem Schock war ich dann natürlich auch wach. Also danach habe ich nicht weiter geschlafen. Momentan beantworte ich mega gern Kommentare und ich lese mir auch gerade fast jeden Kommentar eigentlich immer durch. Weil ihr einfach so cool seid in den Kommentaren momentan. Ihr seid so nett immer und freut euch immer so über die Videos, dass ich mich auch immer so sehr freue. Deshalb lese ich momentan echt so viele Kommentare von euch und beantworte so gerne Kommentare. Und kriege auch voll viele Direktnachrichten von euch, die ich auch voll gerne beantworte momentan, weil so viele von euch mir immer so Tipps schicken zu Fragen, die ich gestellt habe und so. Das finde ich immer mega cool. So, geduscht. Jetzt schminke ich mich noch ein bisschen, nur für die Fahrt und den Abend. Ich höre, jetzt kommt nach Hause. So, ich bin angekommen bei... Julia. Hallo. Ich weiß gar nicht genau, warum sie lacht. Ich auch nicht. Weißt du, dass ich noch unter jedem Video einen Kommentar kriege? Du siehst aus wie Julia Beautics. Echt? Ja. Oh mein Gott. Jedes Mal denke ich mir so... Nein! Nein! Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall bei Julia. Ja. Und wir haben gerade spontan entschieden, dass Julia am Sonntag mit zu mir kommt. Ja! Und dann bis Dienstag bleibt. Leute, wir haben Essen bestellt vor über einer Stunde. Es ist immer noch nicht da. Und wir haben gleich 1 Uhr nachts.
Und es ist Berlin. Ich hätte gedacht, das ist einfach, hier was zu essen zu bestellen. Ja, ist es eigentlich auch. Aber halt nicht um 1 Uhr nachts. Naja, theoretisch haben wir nicht um 1 bestellt, sondern um, weiß ich nicht. 12. Ja. Ja, aber egal. Keine Ahnung. Oh wow. Ich fällt jetzt erst auf, wie verstört dieses Bild in der Kamera aussieht. Ey, als hätte ein Kind so Farbe auf die Wand. Das ist halt generell. Dieses Bild da vorne, das ist auch. Das ist so schief. Ich muss nachher ein bisschen deine Unterwäsche verdecken, so, die ja. Da hängt, weil sonst kommen wieder. Da hängt ein BH! Oh mein Gott! Nee, aber guck mal bitte dieses Bild. Es hängt so unglaublich schief und ich dachte halt erst, dass es halt so an so einer Leine hängt oder so. Das ist, was man es halt gerade machen kann. Oh mein Gott, das ist gebrochen. Oh mein Gott. Du hast einfach gerade mit der Hand die Glasscheibe gebrochen. Wie hast du das gemacht? Das ist nicht mein Bild. Scheiße. Warte, ich wohne hier nur zur Zwischenmiete so. Auf, dass es nicht so auf die Unterwäsche oder so rieselt. Weil das sind so kleine Mini-Splitter. Ja, auf jeden Fall. Sind die Nägel schief angebracht, das wollte ich sagen. Dafür haben wir jetzt das Bild zerstört, aber wenigstens wisst ihr jetzt, dass Julia das Bild nicht schief aufgehangen hat. Scheiße. Brauchst du irgendwie Hilfe? Kann das sein? Hauptsache der Moment ist auch noch voll mitgipfelt. Ja, richtig gut. Mann. Vor allem, es sieht auch so aus, als hättest du es einfach nur normal in der Hand gehabt und es wäre einfach nur so zersprungen, so aus dem Nichts irgendwie. Übel, ne? Wir müssen uns das gleich mal angucken. Zu sehr gedehnt. Zu sehr gedehnt. Okay, ich hab Angst. Dauert noch ein bisschen. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Was war das? Keine Ahnung. Scheiße. Das Ding davon. Das ist wieder gebrochen. Ganz einfach. Leg's einfach erstmal auf den Boden. Das ist ganz so geil. Das ist jetzt aber komplett. Vielleicht, wenn wir die ganze Glasscheibe abmachen, fällt es nicht auf. Stimmt. Dann sieht es einfach nur aus, als wäre es ein Bild ohne Glasscheibe. Scheiße. Ach, das Teil ist abgefallen. Ja. Deshalb hat es so. Ui, das ist aber gar nicht gut. Was kann ich denn machen? Ja, es nicht wieder ranhängen. Leg es irgendwo auf den Boden, wo es nicht stört, unter den Tisch. Ja, ich mein's ernst, wenn du es wieder ranhängst, dann knackt es nur wieder aus. Passt genau nicht rein. Sorry. Ich könnte nicht einschätzen, ob es reinpasst oder nicht. Ja, wohin das gute Stück? Nee, ich mein's ernst. Leg mal. So groß ist die Wohnung nicht. Scheiße. Ja. Ja, roll den Koffer zur Seite vielleicht und dann können wir das da hinstellen, wo. Ich schieb's unter den Schrank. Okay. Merkt doch keiner, guckt doch gar nicht raus. Nee. Genau, das mache ich gerade noch und gleich fahren wir dann los zum Event. Wir machen so ein Escape Room Ding. Darauf freue ich mich richtig schon. Ja, das wird voll cool. Das wird hoffentlich richtig cool und ich hoffe, es wird nicht der Überfail. Weil wir halt nicht so, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beide so. Ja, ich auch nicht. Aber wir gehen da locker auch nicht zu zweit rein, oder? Nee. Wir sind schon eine größere Gruppe. Nochmal aufs Klöchen und dann können wir alle los. Ja, nochmal ein Kluger, liebe Kinder. Und ja, ich meine, es wird schon krass werden, aber es wird keine Anstrengung. Ich habe auch ein bisschen Angst gerade. Hi. Ellie ist schon da. Ellie! Hallo! Wir waren übrigens ja eben in diesem Escape Room Ding, da habe ich jetzt nicht gevloggt, weil man hätte da sowieso nicht so viel vloggen können, weil wir ja keine Lösungen verraten wollten, also für diejenigen von euch, die da noch hingehen wollen. Und Julia schminkt sich da gerade noch ein bisschen. Und gleich gehen wir zum uns schminken lassen, beziehungsweise ich lasse mich schminken. Schon mal vor. Julia weiß noch nicht, was sie macht so genau. Und ja, das ist da oben. Ich kann es von hier sehen übrigens, ne? Echt? Das, auch, was da schon ist? Da ist das Gebäude. Naja, ich sehe jetzt nicht ganz genau, wie die Leute darin rumrennen, aber da ist auch noch eine Gardine vor. Auf jeden Fall
schone ich gerade meinen Knöchel, weil ich vorhin einfach eiskalt umgeknickt bin und dann erstmal so voll kurz irgendwie gar nichts konnte, weil mich das irgendwie so voll, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich bin nicht so, es tat nicht einfach nur so weh, sondern mir ist wie so schwindelig geworden und alles hat so gekribbelt und ich musste erstmal so kurz 5 Minuten stehen und irgendwie mich wieder fangen, weil es irgendwie voll, keine Ahnung, aber der Knöchel geht eigentlich voll. Also es tut nicht so krass weh, nur wenn ich den in bestimmte Richtungen biege. Ich hoffe nur, dass ich morgen laufen kann. Ja. Ein neues Zimmer. Wieso? Das ist alles voll mit Glitzer. Hä, ist doch gar kein... Ich sehe gar nicht. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. Ich habe den Satz ja vorhin angefangen. Es ist überall Glitzer in deinem ganzen Gesicht. Oh, ist ja eigentlich auch Glitzer drin in dieser Goodiebag? Oh ja, ganz viel. Aber das haben die wahrscheinlich auch da, ne? Denke ich mal. Coolio. Ja, Leute, freut euch auf Verlosungen. Woo. So, wir müssen jetzt gleich mal los, Julia. Sonst kann ich mich nicht mehr schminken lassen. Mein Termin ist um 4 und es ist jetzt 10 vor 4. Wir müssen also gleich los. Weil wir müssen noch auf die andere Straßenseite und ich humpel ein bisschen, deshalb brauchen wir ein bisschen länger. Wie der Opa. Ja, witzig. Ich humpel ja nicht, weil ich alt bin, sondern weil ich umgeknickt bin. Ja, aber... Maggie, der Opa vor allem. Nee, keine Oma. Opa, ganz klare Sache. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich komplett vergessen, uns zu vloggen, als wir noch geschminkt waren in meinem Vlog. Hast du dich gevloggt, als du geschminkt warst? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich bin... mein Make-up hat echt gut gehalten. Ich bin echt überrascht irgendwie. Ich hätte gedacht, dass es nicht so gut hält. Wobei, naja, gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Hotel. Und ich habe einen schön verknacksten Knöchel. Es war super auf jeden Fall. Ich habe trotzdem getanzt. Morgen wird mir mein Knöchel dafür nicht danken. Aber ich glaube, wir pennen jetzt gleich mal. Ich bin echt irgendwie, ich bin noch gar nicht so krass müde, aber ich bin so körperlich kaputt. So. Ich fühle mich, als ob ich schon richtig stinke. Aber es war trotzdem mega cool. Es waren noch richtig viele Leute da. Ich war richtig, richtig underdressed. Also wir waren richtig underdressed. Wir haben einfach so schwarze Klamotten an. Alle hatten so die krassesten Kostüme an. Da waren teilweise Mädchen, ne, die fast nichts anhatten. Was? Auf dem Klo habe ich so 3 Mädchen getroffen, die gefühlt doppelt so groß waren wie ich. Und ich laufe so durch die durch, muss so hochgucken, wie, also, weil die so krasse Schuhe hatten und auch natürlich größer als ich war, weil ich ein Mini, also Mini bin. Und auf jeden Fall hatten die dann nur so Netzstrumpfhosen und so Zeugs an. Also wirklich nur so Netzstrumpfhosen und wie so ein Bodysuit. Kamen die da so, ja, so halbnackt, kamen die so. Und ich gehe so in die Toilette rein, bin erstmal so voll, kann ich mal durch? So, weil die da halt so komplett stand und alles blockiert. Ich hab voll überfordert. So, ich bin nicht zu Hause, wie eigentlich erwartet. Yo, aber ich bin immer noch da. Hi. Denn ich sitze in Berlin fest. Yay! Der nächste Sturm hat wieder zugeschlagen und es fahren einfach keine Züge nach Hannover. Ja, und jetzt bin ich noch bei Julia. Weil nach Hannover konnten wir ja nicht. Aber sie konnte zum Glück ihre Tickets stornieren. Die haben das irgendwie aus Kulanz, glaube ich, übernommen, die Bahn, dass die Leute ihre Tickets irgendwie stornieren konnten. Also es war irgendwie aus irgendeinem Grund möglich. Wo es ja eigentlich, glaube ich, zu höherer Gewalt gehört, ne? Ich weiß es aber nicht. Egal, war letztes Mal genauso. Ja, auf jeden Fall haben wir dann entschieden, bringt ja nichts, wenn sie ihr Ticket noch behält, wenn wir auch einfach nicht nach Hannover kommen. So, und dann... Und sind wir jetzt erstmal hier geblieben und haben das storniert, genau. Und ich habe mein Ticket jetzt noch und kann das dann angeblich dann halt morgen benutzen. Und ich hoffe, dass morgen einfach die Züge auch dann wieder fahren, so. Wäre schon schön. Das wäre ganz nett, ja. Und morgen machen wir so auf und dann so absolute Ausnahmezustand. Ja. Alles geht nicht mehr, so. So. Die Züge fahren für mindestens eine Woche nicht. So ein richtiger Horror. Oh Gott, ey. Stell dir das mal vor. Ja gut, aber dann könnte dich ja jemand abholen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Auto. Oh Gott, ja, aber Hannover, Berlin ist halt mit dem Zug echt nicht weit. 1,5 Stunden mit dem ICE, aber mit dem Auto braucht man halt echt so 3-3,5 Stunden. Deshalb lohnt sich nicht, wenn irgendwer hierher kommt und irgendwie mich abholt oder so. Dann haben wir jetzt gedacht, ja, regen wir uns nicht allzu groß auf und versuchen es morgen nochmal. Regen wir uns nicht auf. Ja. Bleiben wir gechillt. Ja, du siehst auch nach Hardcore-Chillen aus gerade, ey, wie du da so in der Ecke chillst. Echt? Oh. Ja. Vorhin ist sie fast eingeschlafen und ist es 18:30 Uhr. Jetzt chillen wir noch ein bisschen und dann werdet ihr wohl morgen in diesem Vlog sehen, ob ich nach Hause komme oder nicht. Ja. Ja. Guten Morgen. Let's in that reality flow. Ja, wir haben gerade... Guten Morgen! Ich habe
darüber gesprochen, ob ich mich jetzt für die Nachhausefahrt schminken sollte oder nicht. Aber weißt du, was ich meinte mit, bei mir ist es auch immer so, dass mir immer diese Pickel in der Kamera mehr auffallen. Hier, guck mal, so siehst du die ja irgendwie, die fallen nicht so krass auf, ne? Aber in der Kamera sieht man richtig diese beiden, weißt du? Das ist voll komisch. Keine Ahnung. Naja. Ich bin auf jeden Fall anscheinend nicht mehr gestrandet. Ich werde demnächst mich aufmachen und mal zum Bahnhof fahren und gucken, was da dann so abgeht. Anscheinend fahren die Züge wieder. Ja, mal gucken, ob ich nach Hause komme. Ich bin gespannt. Oh, ich bin irgendwie immer noch in so einer Bettstimmung. Ja, ich auch. Bleib auch hier liegen. Ich bleib jetzt den ganzen Tag liegen. Ich weiß nicht, was ich heute machen soll. Es sind 6 Grad, ne? Ich bin richtig am Arsch. Ich hab nicht mal einen Schal dabei. Und jetzt wird mich so haten, als Scheiße, ich losgegangen bin. Ich hab auch keine dicken Jacken hier. Und sie losgegangen und meinte so, nimm Schal mit. Ich so, nein. Nee. Er so, nimm den Schal mit. Ich so, nee. Na gut. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Leute, ich bin endlich zu Hause. Ich hab's tatsächlich geschafft. Und ich bin so froh, dass das alles relativ glatt gelaufen ist, also die Rückfahrt. Jetzt ist gerade kurz einkaufen. Heute Abend kommen jetzt nämlich noch 2 Freundinnen von mir vorbei, haben wir beschlossen. Und zwar Freundinnen, die ich nicht so oft sehe, weil sie zum Studieren woanders hingezogen sind. Und deshalb freue ich mich da sehr drüber. Aber was ich euch noch zeigen wollte ist, der Couchtisch ist da, ist eben gekommen. Was ich aber mal wirklich ganz negativ anmerken muss. Der Couchtisch ist von West Wing und ich liebe West Wing. Bisher war ich mit den Bestellungen dort eigentlich auch zufrieden. Aber dieser Couchtisch ist einfach bereits demoliert angekommen. Also nicht nur hier, sondern auch teilweise hier an den Seiten sieht man das ein bisschen. Weil man kann halt dieses Teil hier, ich kann es euch jetzt gerade schlecht zeigen, weil was drauf ist, kann man halt abnehmen, umdrehen und dann ist da so ein Stoff, so ein gepolsterter Stoff drauf. Und da kann man sich dann irgendwie draufsetzen oder halt das als Hocker benutzen so. Und ja, aber das kam hier halt so schon demoliert an. Das fand ich nicht so cool, muss ich mal ehrlich sagen. Aber wir hatten so viel Stress mit dem, was wollen wir für einen Couchtisch, blablabla, deshalb behalten wir den jetzt. Und wir haben überlegt, ob wir, also man sieht ja allein schon jetzt in diesem Bild hier, es ist halt ziemlich viel Holz jetzt im Zimmer drin. Was theoretisch nicht schlimm ist, weil die Couch halt ein großer, heller Fleck ist, so in dem Sinne. Und die halt nicht, Holz ist. Und ich glaube auch, das wird sich noch ein bisschen verändern, wenn da halt drunter dann halt noch der Teppich kommt, weil dann wird noch wieder ein bisschen mehr Weiß ins Zimmer kommen. Aber was wir uns überlegt haben, ist, dass man für diesen Tisch ja auch eine Glasplatte anfertigen lassen kann, weil dieses Teil hier liegt ja auch quasi so drin in so einem Rahmen am Tisch. Und man könnte da die Glasplatte einfach reinlegen und dann hätte man halt einen Tisch mit so einem Metallgestell und einer Glasplatte oben drauf. Das könnte man easy dann halt auch immer wechseln, wenn man möchte. Das wollen wir dann eventuell auch machen. Das finde ich nämlich eigentlich eine echt coole Idee. Dann hat man theoretisch einen Glastisch, wenn man aber irgendwie so einen Hocker braucht, dann kann man auch das Teil holen. Oder wenn man gerade den Holztisch haben will, ne, kann man das mal austauschen. Ja, und das Licht ist gerade irgendwie blöd, finde ich, weil es so dunkel draußen ist. Es ist irgendwie nicht das beste Wetter momentan. Vielleicht muss ich auch schon einfach eine Lampe anmachen, weil es schon zu spät ist. Aber ich habe mir gerade eben erstmal was Kleines zu essen gemacht, trinke jetzt einen Tee. Und Nils und ich machen uns jetzt gleich daran, die Räume zu tauschen. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ich glaube, ich habe es im letzten Vlog angesprochen, aber dann war der Vlog so lang, dass ich den Teil rausgeschnitten habe und mir gesagt habe, ich spreche es nochmal in einem neuen Vlog an. Auf jeden Fall haben wir entschieden, ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir ursprünglich das zweitgrößte Zimmer als Arbeitszimmer nehmen wollten, auch für uns beide und halt für mich zum Drehen und so. Und das kleinste Zimmer als Schlafzimmer. Jetzt haben wir aber entschieden, das doch noch zu tauschen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, ich werde es wahrscheinlich sowieso immer hier im Wohnzimmer filmen, weil ich das Setup hier auch so schön finde und werde wahrscheinlich generell auch viele Videos filmen, wo ich einfach in verschiedenen Locations drehe und so. Deshalb glaube ich einfach, dass es keinen Sinn ergibt, das Schlafzimmer so mega klein zu haben. Und halt das Drehzimmer so groß, wenn quasi das kleine Zimmer auch reicht als Arbeitszimmer. Da stellen wir dann einfach, glaube ich, wirklich nur Schreibtische rein und nichts Großartiges und halt Stauzeug, also Schränke für Stauraum und sowas. Und im Schlafzimmer baue ich mir dann auch so eine kleine Schminkecke auf und dann kann ich da auch vordrehen und theoretisch könnte ich auch vor dem Bett drehen, wenn ich da ein schönes Setup finde. Also theoretisch wird sich das Ganze jetzt doch noch ein bisschen ändern. Ich hatte ja schon mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass wir uns da noch nicht ganz sicher waren, wie wir das wollen und dass wir jetzt erstmal dachten, das wäre vielleicht die beste Lösung, aber jetzt habe ich gemerkt irgendwie, ich glaube, ich fände es cooler, wenn das Schlafzimmer doch ein bisschen größer wäre und deshalb tauschen wir das jetzt um. Und dazu wollten wir heute eigentlich noch eben quasi das Bett auseinanderbauen, beziehungsweise erstmal die Einzelteile runternehmen, so Matratze und Lattenroste und gucken, ob wir das Bett auch so durch die Wohnung getragen bekommen. Aber ich glaube, das wird relativ schwer.
Deshalb müssen wir gucken, ob wir es eventuell abbauen müssen. Das wäre ein bisschen blöd, weil so durch die Wohnung tragen wäre wesentlich einfacher. Aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Dazu habe ich jetzt aber erstmal da in dem Raum den Platz freigeräumt. Und jetzt kommt gleich wieder und dann werden wir es, denke ich, mal versuchen. Wir haben es eben ausprobiert. Das Bett passt natürlich nicht hier durch. Wir müssen es also auseinanderbauen. Deshalb liegt jetzt das Wohnzimmer voll mit unseren Bettkästen, unserem Bettzeug, damit ihr jetzt das Bett auseinanderbauen kann. Und dann können wir die Einzelteile in das andere Raum schleppen und das wieder zusammenbauen. Es wird also ein bisschen länger dauern als gehofft.